Guten Tag zusammen. Heute geht es weiter mit dem Thema Umweltschutz. In den letzten Stunden haben wir besprochen, was der Staat und die Bürgerinitiativen dafür tun. Aber unsere Umwelt geht uns alle an. Heute werden wir den Hörtexten über umweltbewusstes Benehmen die wichtigsten Informationen entnehmen, ihre Wünsche äußern lernen, verschiedene Umweltschutzaktionen der deutschen Schüler kennenlernen und darüber diskutieren und selbst ein ökologisches Projekt planen. Machen Sie bitte Ihre Lehrbücher auf Seite 191 auf und finden Sie die Aufgabe 11a. Sehen Sie sich das Bild an und lesen Sie den Spruch. Sind Sie mit dieser Aussage einverstanden? Was meinen Sie, passt das Bild gut zu dieser Aussage? Also, was können wir alle für die Umwelt tun? Leben Sie umweltbewusst? Was haben Sie schon für die Umwelt gemacht? Berichten Sie darüber. Danke für Ihre Antworten. Die Zeitschrift Umwelt hat deutsche Jugendliche gefragt, ob sie umweltbewusst leben. Hören Sie sich Ihre Antworten an und antworten Sie, wer lebt umweltbewusst? So wollen wir hören. Birgit, 18 Jahre. Ich lebe umweltbewusst. Das heißt, ich fahre nicht mit dem Auto in der Stadt, ich fahre immer mit dem Fahrrad. Außerdem trenne ich den Abfall. Küchenabfall, Altmetall, Konservendosen, Altpapier, Glas, alles wird getrennt. Ich lasse das Wasser nicht laufen, ich schalte den Strom aus, wenn ich weggehe. Aber ob es alles so machen? Michael, 20 Jahre. Ich glaube, Autoabgase sind am schlechtesten für unsere Umwelt. Ich fahre so wenig wie möglich mit dem Auto. Mit dem Fahrrad komme ich viel besser voran. Ich trenne auch den Haushaltsmüll. Ich bringe meinen Abfall in die speziellen Container. Meine Familie macht auch mit. Hauptverantwortlich für Umweltverschmutzung ist die Industrie. Steffi, 17 Jahre. Ich benutze phosphatfreies Waschmittel, was jetzt glücklicherweise billiger geworden ist. Und in unserem Haushalt haben wir organisiert, dass Glas, Altpapier und so weiter gesammelt wird. Aber ich kenne viele Leute, für die Mülltrennung Probleme macht. Wichtig ist, dass die Leute im Umweltschutz einen Sinn sehen. Jeder muss sich für die Umwelt engagieren und durch sein eigenes Engagement seine Umgebung erhalten und schützen. Man muss auch mehr Bürgerinitiativen gründen. Peter, 19 Jahre. Ich mache für die Umwelt eigentlich sehr wenig. Ich fahre Auto, ich gehöre zu keiner Bürgerinitiative. In der Zukunft möchte ich mehr für die Umwelt machen. Glaube nicht, dass die Leute in der Zukunft umweltbewusster werden. Und die Industrie ist nicht am Umweltschutz interessiert. Antworten Sie jetzt auf die Frage: Wer von den Jugendlichen lebt umweltbewusst? Birgit, Steffi, Peter oder Michael? Begründen Sie Ihre Meinung. Lesen Sie jetzt die Aussagen in 11c. Wem gehören diese Meinungen?
Stimmt. Die Aussagen 1 und 4 gehören Peter. Die Aussage 2 gehört Michael. Und die Aussage 3 gehört Steffi. Mit welcher Meinung sind Sie einverstanden? Gehen wir jetzt zur Übung 4D über. Wir wissen schon, der Umweltschutz geht alle an. Viele Aktionen der Menschen helfen, die Natur zu erhalten. Lesen Sie über einige Aktionen der deutschen Schüler und äußern Sie Ihre Meinung zu jeder Aktion. Sehen Sie auf das Bild und lesen Sie über Aktion 1. Haben Sie einmal auch solche eine Aktion durchgeführt? Wenn ja, dann wo und wann? Danke für Ihre Antworten. Lesen Sie jetzt über die Aktionen 2 und 3. Entwerfen Sie jetzt einen Handzettel über Verhaltensregeln in einem Naturschutzgebiet. Stoppen Sie das Video und schreiben Sie Ihren Text ins Arbeitsheft. Sie können Ihre Texte in der Klasse vergleichen und den besten wählen. Lesen Sie bitte noch über eine Aktion. Folgen Sie dem Link. Stoppen Sie das Video und erfüllen Sie die Aufgaben. Wählen Sie passende Verben und setzen Sie sie in den Lücken ein. Sie haben mehrere Initiativen der Schüler kennengelernt. Welche finden Sie besonders nützlich? Welche Aktion möchten Sie mitmachen? Äußern Sie bitte Ihre Meinung zu diesen Aktionen. Antworten Sie jetzt noch auf die Fragen 11f und 11g. Welche Tiere sind in Belarus bedroht? Und was können Sie machen, um bedrohte Tiere und Vögel zu schützen? Welche Aktionen von Jugendlichen werden in Belarus, in Ihrer Schule oder in Ihrem Ort durchgeführt, um die Umwelt zu retten? Ich danke Ihnen für Ihre Antworten. Lesen Sie jetzt bitte die Aufgabe 11h. Drücken Sie Sorgen der Menschen um die Umwelt aus.
wollen wir zusammen das Beispiel lesen. Wenn jeder eine Blume pflanzen würde. Welche grammatische Form ist pflanzen würde? Das ist Konjunktiv 2. Und was drückt diese Form aus? Ja, den Wunsch, der nicht real ist. Если бы каждый посадил по цветку. Wollen wir uns mit dieser grammatischen Form etwas näher bekannt machen? Machen Sie Ihre Bücher auf Seite 131 auf. Konjunktiv 2, сослагательное наклонение, употребляется для выражения нереального или ирреального действия в настоящем, будущем и прошлом. Würde plus Infinitiv. Это грамматическая конструкция würde plus Infinitiv, которая употребляется для выражения нереального желания. Также возможности, совета, вежливой просьбы в настоящем или будущем. На русский язык переводится глаголом в прошедшем времени с частицей «бы». Например, нереальное желание. Ich würde gern mitfahren. И охотно поехал бы вместе. Совет. Ich würde an deiner Stelle diesen Beruf wählen. Я на твоем месте выбрал бы эту профессию. Вежливая просьба. Würden Sie mir bitte helfen? Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста? Also, gehen wir jetzt zur Übung 1 über. Lesen Sie, wie die Form würde gebildet wird. Formulieren Sie die Regel. Und jetzt Übung 2. Lesen Sie den Text und übersetzen Sie die Sätze mit würde plus Infinitiv ins Russische. Ich helfe Ihnen mit dem ersten Satz. Würde wohnen heißt желан. Und jetzt Sie. Übersetzen Sie die Sätze mit würde plus Infinitiv ins Russische. Gut gemacht. Und jetzt finden Sie die Übung 3. Merken Sie sich die Endungen von würde. Also ich würde, du würdest, er, sie, es würde. Wir würden, ihr würdet, sie würden. Jetzt können Sie bestimmt Aufgabe 4 machen. Ergänzen Sie die richtigen Endungen. Und wollen wir einen Satz prüfen. Zum Beispiel den dritten. In den Ferien würden, Endung N, würden wir gern in die Berge fahren und dort baden. So ist es. Blättern Sie jetzt auf Seite 193 zurück. Drücken Sie Ihre alle Wunschsätze aus. Wenn jeder eine Blume pflanzen würde, beginnen Sie mit wenn. Die Wortfolge ist wie in einem Nebensatz. Wenn, und das Verb würde steht am Ende. Fertig?
Wollen wir unsere Varianten vergleichen? Der Satz Nummer 1. Wenn jeder wenig Müll produzieren würde. Der zweite Satz. Wenn jeder für ein Tier sorgen würde. Der Satz 3. Wenn jeder nur mit dem Fahrrad fahren würde. Der Satz Nummer 4. Wenn jeder einen Baum pflanzen würde. Also am Ende steht Infinitiv plus würde. Machen wir jetzt Aufgabe 11i. Ergänzen Sie weitere Fragen und antworten Sie darauf. Ich helfe Ihnen. Was wird sein, wenn jeder Mensch auf dieser Welt eine Blume pflanzt? Wenn jeder Mensch auf dieser Welt eine Blume pflanzt, wird unser Planet viel schöner und freundlicher aussehen. Und jetzt Sie. Ergänzen Sie die weiteren Fragen und antworten Sie darauf. Danke für Ihre Antworten. Lesen Sie bitte die Aussagen in 11j. Welche gefallen Ihnen besonders gut? Nehmen Sie zu diesen Aussagen Stellung. Zum Beispiel, ich bin mit der letzten Aussage einverstanden. Der Mensch ist ein Lebewesen und Teil der Natur. Alles, was für die Natur schlecht ist, vergiftetes Wasser, verschmutzte Luft, verunreinigter Boden, ist auch für den Menschen schädlich. Und was meinen Sie? Nehmen Sie zu anderen Aussagen Stellung. Spielen Sie das Rollenspiel? Einfälle statt Abfälle. Lesen Sie zuerst die Situation. Es wird geplant, in Ihrer Stadt oder Ihrem Dorf eine Mülldeponie zu bauen. Es wird diskutiert, ob die Stadt eine Mülldeponie braucht oder nicht. Verteilen Sie dann die Rollen. Denken Sie sich in Ihre Rolle hinein. Welche Argumente können Sie anführen, um die anderen zu überzeugen? Spielen Sie dann das Rollenspiel in Ihrer Klasse. Und jetzt ist es höchste Zeit, selbst ein ökologisches Projekt vorzubereiten. Es heißt Umweltschutz in der Schule oder zu Hause oder in meinem Wohnort. Tipps zum Projekt finden Sie in Ihrem Lehrbuch auf Seite 195. Heute machen wir Schluss mit dem Thema Umweltschutz. Bevor wir zum nächsten Thema übergehen, beurteilen Sie selbst Ihren Leistungsstand. Was können Sie gut machen? Was müssen Sie noch üben? Zum Beispiel, ich kann über Umweltverschmutzung und Umweltschutz in der Welt, in Deutschland und Belarus berichten. Ich kann über ökologische Probleme ausfragen. Den Texten und Interviews über Umweltschutz die wichtigsten Informationen entnehmen. Ein ökologisches Projekt vorbereiten. Vielen Dank für Ihre Arbeit an diesem Thema. Tschüss.